vieles gewohnt sind hier im Schützenohr, aber so klassisch war man in letzter Zeit nicht gewesen. Super, danke. Kurz, mein Name ist Richard Ruhl, ich bin hier vom Vorstand im Bringerverein Schützenhof und wir veranstalten ja so alle 2-3 Monate Kunstausstellungen von einheimischen Künstlern, auch von Nicht-Bodenbacher. Und heute freue ich mich besonders, Klaus König begrüßen zu dürfen mit seiner Ausstellung. Mal Fotos. Vorhergehend hat Manu Scherbaton hier bei uns ausgestellt gehabt. Der hat auch mit Bildern gearbeitet, aber die etwas verändert. Die waren halt ein bisschen computertechnisch, dann war der verarbeitet, war haben wir auch eine sehr schöne Ausstellung. Und jetzt haben wir wieder auch keine reinen Fotos, sondern auch wieder ein bisschen eine andere Technik, aber dazu kommen wir nachher noch später, wie das alles funktioniert. Ja, nochmal vielen Dank, Klaus Bönisch, dass du dich bereit erklärt hast, hier im Schützenhof auszustellen. Die Ausstellung, die wird so bis Ende Februar hier zu sehen sein, also können Sie gerne weiter erzählen zu unseren regelmäßigen Öffnungszeiten. Das ist unter anderem zu unserem Frühstück, dienstags von 9 bis 11 oder freitags zum Lesecafé zwischen 15 und 18 Uhr. Aber die Details können Sie auch noch mal im Internet schauen, bei uns auf der Homepage. Entstand dann unter Kajo Leipold ungefähr im Jahr 2000 das Fotoforum und ein paar Jahre später auch der Arbeitskreis Hanauer Lichtbild. Ne? Da macht Klaus jetzt mittlerweile auch schon seit einigen Jahren mit. Außerdem ist Klaus noch Mitglied im Fototeam Bruchvögel, dessen Vorsitzender ich bin, und im Fotoclub Kleinostheim, wo wir hier auch noch Vertreter haben. Außerdem ist er hin und wieder in Schweinfurt. Dort gibt es einen Fotoclub, die sich ausschließlich mit der analogen Schwarz-Weiß-Fotografie beschäftigen. Da lässt er sich hin und wieder auch blicken. Ne? Und außerdem hat er also im Laufe der letzten Jahre eine ganze Reihe von Workshops mitgemacht, bei teilweise namhaften Fotografen, um seine Technik noch weiterentwickeln zu können. Zum Beispiel in Mainz hat er mit einem Vereinskollegen, das ist auch hier, Hartmut, an einem Workshop bei einem Schwarz-Weiß-Spezialisten teilgenommen. Ja, seine Bilder, die hat er schon zur analogen Zeit, habe ich ja schon erwähnt, in seinem eigenen Labor selbst vergrößert. Und auch jetzt zu digitalen Zeiten will er das eigentlich nicht aus der Hand geben, sodass er also seine Bilder erstmal in Photoshop bearbeitet. Man sieht es ja hier an diesen Infrarotaufnahmen, die müssen dann auch in Schwarz-Weiß umgewandelt werden und noch ein bisschen bearbeitet werden. Ja, und wenn er das gemacht hat, dann hat er einen A3-Plus-Drucker. Und dort druckt er auch die Bilder fast alle selbst aus, damit er also auch diesen Schritt in der Entwicklung bis zum fertigen Bild in der eigenen Hand hat.